Mei. Ich muss mal grad der Hans anrufen und fragen, ob der schon auf seinem Feld ist. Hans? Hallo? Hallo? Guten Morgen. Bist du schon wach? Es ist schon 7. Boah. Ja, ja. Die Nacht geht schnell rum hier. Ja. Ich bin gerade etwas anders gewöhnt. Boah. Ja, so ist das Leben auf dem Land. Boah. Also, ich fange mal jetzt hier schon wieder an, die Stämme aufzuladen. Ja, und ich nehme mal weiter. Und wie gesagt, der Traktor ist einfach viel zu leicht. Also der fällt immer fast um, wenn ich den hier... Kleiner? Ja, wenn ich hier die Stämme anhebe. Hast du den gleichen Weg, oder was? Nee, der Bernhard hat mir einen Lindner hinterlassen. Ach. Oder Linder. Und der ist... Ich habe zwar ein Gewicht hinten dran, aber... Ich weiß gar nicht, wie viel hat denn das? Ja, ein stärkeres Gewicht kannst du ja nicht... Ja. Hat der nicht hinterlassen, oder? Nee. Das ist ja das. Na gut, dann musst du halt mit dem auskommen. Ja. Solange der nicht umkippt und dann liegen bleibt. Na, das hatte ich am ersten Arbeitstag hier hatte ich das mal. Das war schlecht. Vor allem am ersten Arbeitstag, boah. Ja, am ersten Tag, wo ich aufgeladen habe. Aha. Also hast du zuerst einmal gefällt und nachher aufgeladen? Ja, genau. Okay. So geht's schneller, sonst muss ich immer von Maschine zu Maschine springen. Was hast du eigentlich früher mal gemacht? Ja, früher war ich im Büro. Boah. Ja, es war ein bisschen langweilig hier. Mal draußen an der frischen Luft, das ist schon ein bisschen besser. Aber hast du ihm denn manchmal geholfen oder wieso weißt du denn so viel über das? Ja. Ja. Na, als Kind, als Bub war ich da im Wald. Boah. Und hab mitgeholfen, aber da durfte ich immer nur die Baumstämme schleppen. Da gab's die Maschinen hier noch nicht. Naja. Boah. Da war der Betrieb von Bernhard Anna nicht so groß. Aber was ist denn jetzt schon wieder? Was gibt's denn jetzt schon wieder günstiger? Die Meldung war zu schnell weg. Och, es gibt Fahrzeuge. Ja, was gibt's denn? Es gibt so Ballengabel, ein bisschen Holmer-Sachen, also so Kartoffel und Rüben, Zuckerrüben-Sachen. Oh, von Ponce. Du bist ein Buffalo. Boah, 5% Ding. Was heißt das? Ja, da muss ich doch gerade mal hier in meine App reinschauen. Der Buffalo ist 5% Rabatt, also ja. Aber ist immer noch 2,9. Also. Ach so, der Fellow. Der Dinger. Ja, Transport. Ballengabel wäre vielleicht etwas, aber das bringt auch noch nichts. Nee. Naja, und das ist so wenig. Also ich glaube, da können wir dieses Mal drauf verzichten. Sonst müssen wir extra einen Kredit aufnehmen. Und der kostet uns ja auch wieder Geld. Gut, im Fall. Lassen wir das mal mit dem Kredit. Ja, vor allem willst du ja auch irgendwann dein Geld haben. Ja. Muss ich mich ja jetzt schon ranhalten. Dass ich genug Stämme transportiere. Oh. Dieser Traktor, ich glaube, ich muss mir da. Boah, das Gras ist auch echt zu schwer. Einen anderen holen. Ja, hast du. Ist man sonst. Wär's denn meiner besser, den ich momentan habe? Ne, ja, das Problem ist, den haben wir ja nur gemietet und da ist kein. Den haben wir ja ohne Frontlader gemietet. Aha. Ja, hätte man. Ach, ja. Hab ich nicht so weit gedacht. Gut, aber es wird wahrscheinlich. Mehr
mehr Geld für Raps. Ja, haben wir aber nicht. Eieiei. Die hauen hier Zeug raus, aber. Man braucht Gras oder Holz. Ja. Ich zog ab das Ding ab. So. War das schon immer hier so, dass man so viele Sachen hat? Ja, in Stappenbach ist das, glaube ich, so. Ich meine, Stappenbach ist ja wohl schon ein bisschen ein bekanntes Dorf. Ich habe jetzt noch nie irgendwie davon gehört, ey, ernsthaft. Naja. Aber ja. Wir sind im Frankenland. So, jetzt komm. Fall richtig hin. Hey, der will nicht. So, jetzt aber, komm. Ja, jetzt liegt alles schön. Aber wo wohnst du eigentlich? Hast du eigentlich ein Haus, oder? Nee. Da, ich bin auch eigentlich beim Friedrich. Aber, wie gesagt, ich muss früher aufstehen. Bis ich hier... ich habe mir da ein Haus angeschaut. Ja, das würde ich mir gerne bauen, aber das kostet fast 200.000. Da müssen wir noch ein bisschen, muss ich noch ein bisschen arbeiten für. Gut. Und ja, das Baugrundstück habe ich mir eigentlich auch schon angeschaut. Wo werden das? Das soll eigentlich direkt bei der Lagerhalle sein, die mir der Bernhard hinterlassen hat. Stimmt, wo bist du eigentlich gerade? Warte mal. Wir telefonieren hier die ganze Zeit, ich arbeite für dich. Wir sagen nicht mal, wo du wohnst. Ich bin, wenn ihr da bei der 85 auf der anderen Straßenseite hochfährst. Ja. Ich meine, du kannst ja auch mal vorbeikommen. Ich komme nachher sonst kurz vorbei, dem Fall. Ja, kommst heute Abend mal auf ein Bierchen vorbei. Ja. Ah. Aber nicht zu viel, sonst mag ich morgen nicht mehr. Nein. Dann kriegst du nur ein kleines. 0,1 Deziliter. Ja. Nee. Ein Kölsch. 0,2. So. Mittagspause wäre mal schön. Aber irgendwie, der Bäcker kommt nie hier hoch. Gut. Oder so ein bisschen. Ein paar frische Eier wären auch schön. Kennst du keinen, der Eier hat? Nee. Ich kenne den Friedrich und den Eberhard, aber das war's schon. Wieso ist der Bernhard eigentlich hierher hergezogen? Hat ja, ich glaube, der hat es auch geerbt gehabt. Aber ja, dass der so früh stirbt, konnte ja keiner absehen. Sonst wäre der hier noch ein bisschen beschäftigt gewesen. Ja. Der Onkel Bernhard. Ja, der war lustig. Und immer voller Tatendrang. Der hat immer geschafft bis zum geht nicht mehr, bis zum Umfallen. Im wahrsten Sinn des Wortes. So, aber es läuft hier ziemlich gut. Also der erste Trailer habe ich bald schon wieder voll. Boah. Javier, man fällt auch gleich vorbei. Ui, nein. Ui, ja. Jetzt hätte ich fast... Umfallen. Nein, aber fast. Aber nur nach vorn. So, aber... die 15-Meter-Stämme, die sind halt schon riesig. Ich glaube, ich sollte nachher mal mit dem Schwaber richtig drüber fahren. Weil das bringt mit dem Ding... Weil ich mehr ja... Und dann fahre ich halt so, wie das ich gut mähen kann. Und dann fahre ich halt einfach... Nicht wegen dem Schwader gut. Und
sondern Ende. Ja. Ui. Also. Ja. Ja. Jetzt fahre ich hier durch die Gegend und... Nein, nein, nein. Also das geht mal gar nicht. Also wenn ich hier den Stamm anheb, dann geht mein Hinterteil hier hoch. Das Gewicht ist einfach zu gering. Boah. Aber was hast du denn hinten? Wie viel Kilo? Ich weiß gar nicht. Na, jetzt will der Stamm nicht drüber. Komm, geh rüber. Komm noch ein bisschen hoch. Na, jetzt liegt der so schlecht. Das ist ja mal wieder katastrophal. Sollte ich jetzt mein Mähwerk und das Schwader direkt zurückbringen, oder? Na, behalt's. Der Eberhard hat gesagt, wir können das so lange mieten, wie wir wollen. Ich meine, wir brauchen das ja noch. Wir haben... Oh, nein! Oh, so... Ei, jetzt liegt der so schräg drauf, dann kriege ich, glaube ich, so nicht mehr runter. Mhm. Der Eberhard hat gesagt... Straßenbahnchen, hoffe es geht für dich. Wie bitte? Boah, dieser Autofahrer. Mach es hier an den Straßenrand hin. Ja, das, Das, Was? Das? Ich habe ja noch ein Feld gekauft. Aha! Die 85, glaube ich. Ja, aber ich mach sonst mal einfach das andere fertig, dass es noch nachwächst, weil sonst ist es auch doof. Ja. Auch zu etwas anderem. Hm, weiß halt nicht, wenn du verkaufen, was willst du eigentlich? Ne, Moment, ich mache hier gerade Kunststücke. So, jetzt habe ich gleich den. Schöne Kunststücke. So. Aber wir können gleich mal, Boah, ich glaube, mein Traktor hat ein bisschen Probleme. Du kannst gleich mal bei mir vorbeikommen. Nein, der Stamm, der will einfach nicht so, wie ich will. Du kannst gleich mal bei mir vorbeikommen. Ja, mach mal ein Feierabendbierchen und, ja, haben ja lang genug gearbeitet. Jojo. Ach, dieser Stamm. Boah, ich glaube aber, ich bekomme mit deinem Feld diesen Anhänger voll. Na, so leer ist es. Hoffentlich. Wir brauchen unbedingt Geld. Ja. So, jetzt muss ich den Stamm nochmal komplett neu nehmen. Ich hoffe mal, dass es jetzt klappt. Aber hast du denn dort oben schon viel abgewaldet? Ja, geht eigentlich. So, jetzt habe ich ihn. Also kommst mal hoch, dann nimm mal kurz ein Bierchen. Ich habe da... Ja, dann lass ich mal den Anhänger hier auf der Seite legen. Ja, machen wir hier. Wir haben schon 8:30 schon wieder. Ich mach gerade noch ein Stämmchen hier drauf und dann... Wo ist das? Da oben irgendwo. Also wenn du vom Feld wegfährst, die... Nicht die geteerte Straße. Moment, ich muss gerade mal auf die Karte gucken, dass ich dir das richtig sag. Nach der 85 rechts. Nach der 85? Ja, und dann... 85 war's? Ist es das Feld nebendran? Ja, genau. Dem Fluss? Ja. Okay. Also und dann... Genau, noch eins weiter und dann rechts hoch. Ja, ist schon gigantisch, dieses GPS. Nein! Eieieiei. Aber die ist geteert. Ja, dann fährst du die hoch und dann kommt irgendwann eine Abzweigung nach links. Super, kommt direkt ein Auto entgegen. Traktor ist so breit. Bist du hier mit dem Ding? Mit dem. Ja, natürlich. Anhänger. Natürlich. Ich meine, ich muss natürlich immer. Ja, die nächste. Mal müssen wir absperren. Also kommen wir sonst mit dem Sperr irgendwie ab. Die nächste fährst du rechts. Jetzt. Jetzt rechts? Ja. So, jetzt. Also links. Links, ja, natürlich. So. Dann stelle ich gerade mal hier ab. Schöner Wald. So, ich guck Schöne mal. Felder eigentlich.
Sind die alle Hallo? verdorrt? Hallo. Hier bin ich. Was bist du? Ja, servus. Ah, wie du mit diesem. So. Ja. Ja, kannst du. Oh, das ist dein Ja. Traktor. Ja, der ist nicht so gut. Aber das können wir jetzt bei einem Bierchen bequatschen und dann, Ja, wo wohnst du denn? ja, da oben im Wald ist die Halle. Wollen wir hinlaufen oder hinfahren? Ja, können wir mal kurz hinlaufen. Okay. Dann kannst du mir ja mal. Da oben steht der Ponze. Der Ponze. Scorpion Aha. King. Und hier hat der Förster gesagt. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich hab ja gar nicht. Oh. Eigentlich hat der Förster gesagt, ich muss die markierten Bäume fällen. Oh. Naja. Ich glaube Dass du mit. dir nicht gefällt, oder was? Irgendwie habe ich jetzt auch die anderen gefällt. Vielleicht ist der Traktor deshalb so schwer. Zu leicht. Naja. Egal. Der wird schon zufrieden sein. Ah, hier ist er. Da haben wir eigentlich ein Maschinchen. Das könnten wir eigentlich wieder verkaufen, weil das brauche ich gar nicht. Das ist so ein Baumrücker. Den kannst du Was hinten ist das? dranhängen und da drin die Stämme transportieren. Die kannst du hinten eine Gabel, die machst du zu. Aha. Dann kannst du den Baum rücken. Okay. Naja. Das Okay. hier vorne ist dir. Genau. Also hier ist eigentlich mein Bauplatz. Also, so hätte ich das Also gerne. hier willst du bauen. Ja, denn das wäre sehr schön. Und Gut. die Halle, die hat mir der Bernhard vermacht. Und eigentlich könnte man den hier auch verkaufen. Anhänger. Ah, das wäre doch mal was für morgen, oder? Also jetzt haben wir schon Ja. wieder 0 Uhr vorbei. Brauchst du den Wagen? Nee, eben Lieferwagen. das Auto, nee, im Moment. Ja, irgendwann brauchen wir den vielleicht, wenn wir mal ein Oder dieser hier. Ich soll bisschen was gerade transportieren. transportieren müssen. Ja, den brauchen wir, wenn wir den Ponze, wenn wir den Scorpion King transportieren müssen. Weil der ist so langsam. Der darf auch gar nicht mit seinen Ketten auf der Straße fahren. Boah, super. Spaßig. Ja, aber ich glaube, du Wo könntest nächst. schlafst du jetzt? In dem Van oder was? Ja, im Moment, was soll ich denn machen? Oder ich schlaf beim Friedrich. Was soll ich denn machen? Aber guck mal hinten rein. Der Das hat halt halt auch nicht. einen Haufen Platz da drin. Ja. Hab die Spanngurte, damit ich nachts nicht rausfall. Verstehe ich. Also, ich hätte Idee, du könntest nächste morgen, also Also heute. wenn wir wieder wach sind, könntest doch mal den Dinger hier, den Krampe Dinger, die Dolly und das Rücke-Ding da hinten, das könntest doch eigentlich mal beim Eberhard verkaufen. Ja, das brauchen wir ja nicht. Ja. Also die Dolly und den Rücker da hinten, ja. Ja, und verkauft wie man. Ich glaube, ich nehme sonst direkt in das Teil hier mit, dieser, wo man die Sachen draufladen kann. Wäre doch gut, oder nicht? Nee, den braucht man eigentlich eher hier, weißt, weil das Gitter, also der Holzfäller steht ja hier. Dann fahre ich immer hier übers Feld, da habe ich die Überfahrerlaubnis und dann ist Aha. es einfacher. Gut. Also, ja, dann machen wir mal hier. Geh mal hinten ans Auto, holst dir ein Bier raus und dann, ja, bis morgen, gell? Ja. Also, gutes Nächtle. Ciao. Ciao.